Ja, grüß Gott, ihr Lieben, herzlich willkommen hier in Neuzelle zur Auslegung des Sonntagsevangeliums, Lesejahr C, 30. Sonntag im Jahreskreis. Wir hören heute ein schönes Evangelium, wo Jesus darüber spricht, was Gerechtigkeit bedeutet, also was das richtige Verhalten gegenüber Gott bedeutet. Wie verhalte ich mich richtig gegenüber Gott? Wie ist die Beziehung zu Gott? In welchem richtigen Licht kann ich das sehen? So wollen wir jetzt am Anfang kurz beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus, wir haben keinen Anspruch gegenüber deiner Barmherzigkeit, gegenüber deiner Liebe. Wir sind ganz auf deine Barmherzigkeit geworfen. Wir können uns immer wieder fallen lassen in dieses tiefe Netz. Egal, was wir leisten oder was wir tun, du bist größer. Egal, was wir versagen, du bist größer. Egal, was wir leisten, wir können nie einen Anspruch geltend machen. Wir könnten nie unsere Sünden auch dadurch nur ansatzweise tilgen, dass wir Leistung erbringen. Das Einzige, was wir können in deiner Gnade, das Einzige, was wir wirklich sozusagen leisten können, Herr, in deiner Gnade, ist die Liebe. Und die bist du in uns. Das heißt, Herr, das Einzige, was wir gegenüber dir wirklich ins Feld führen können, ist, dass wir dich in uns wirken lassen, in deiner Liebe. Und darum bitte ich dich jetzt, dass du jeden einzelnen der Zuschauer, auch mich selbst wirklich, ja, in deine Liebe neu stellst, dass du neu in deiner Liebe durch uns wirkst, dass du unser Herz weitest in deiner Liebe, dass wir wirklich dort lieben, wo man hasst, dort verzeihen, wo man Böses tut. Dort wirklich Frieden stiften, ja, wo eine Pseudogerechtigkeit herrscht. Herr, wir bitten dich, komm in unser Herz. Amen. Ja, ihr Lieben, wir hören heute im Evangelium, dass, ja, eigentlich ein ziemlich hartes Wort am Anfang, nämlich in jeder Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, dieses Gleichnis. Und da erzählt er, zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie andere Menschen, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal die Woche und gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause, der andere nicht. Und wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ihr Lieben, dafür ist es vielleicht erst einmal wichtig und erst einmal zentral, dass wir auf das schauen, was Gerechtigkeit ist. Was meint Jesus eigentlich? Was ist Gerechtigkeit? Und da muss man sagen, das, was Gott als Gerechtigkeit, als Rechtschaffenheit sieht, oder was in der Bibel Rechtschaffenheit bedeutet, heißt eigentlich mal die Gesetze Gottes zu befolgen. Mose und die Propheten waren gerecht. Von Josef steht es auch im Neuen Testament, dass er ein gerechter Mann war. Das heißt, dass man sich eigentlich irgendwie danach hält, was Gott so sagt. Und es kann aber auch ausgesagt werden über die, die sich selbst für gerecht halten. Das heißt, die eingebildet sind, die sich rühmen. Es kann also etwas Echtes oder Unechtes sein. Das heißt, des Weiteren heißt Gerechtigkeit oder gerecht sein vor Gott, unschuldig, fehlerlos und schuldlos sein. Und gerecht heißt eigentlich, dass all unser Denken, Handeln und Fühlen mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Also wenn man ehrlich ist, kann das eigentlich nur von Christus ausgesagt werden, im vollen Sinne. Und das heißt Gerechtigkeit, also in der Beziehung zu Gott quasi im Reinen sein, ganz im Reinen. Wir wissen natürlich als gute Christen, dass es eigentlich nur auf Maria und Jesus zutrifft.
Und dass alle anderen mit der Beziehung zu Gott auch immer kleinere Probleme haben oder größere. Dennoch rutschen auch wir oft in so dieses Gedenken, okay, ich bringe Leistung, jetzt habe ich doch so viel für Gott getan, jetzt muss doch er auch mal was für mich tun. Ja? Jetzt habe ich doch das getan, aber der macht das nicht. Wie kann das sein? Wie kann der sich nur so aufführen? Wo wir urteilen. Und dahinter steckt ein Leistungsdenken. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, dass Gerechtigkeit, dass wir unsere Beziehung zu Gott ins richtige Licht, also dass wir zur Beziehung zu Gott gerecht machen können, dass das eben nicht durch Leistung geht, sondern immer ein Geschenk Gottes uns gegenüber ist. Und damit es ein bisschen griffiger wird, was Gerechtigkeit und in den Augen Gottes heißt, möchte ich mal ein bisschen mit euch auf den heiligen Paulus schauen. Denn der heilige Paulus hat sich an diesem Thema abgearbeitet. Er war ein guter Pharisäer vorher. Wir wissen das alles. Paulus war vor seiner Bekehrung Pharisäer und auch jemand, der sich dann erst bekehrt hat, der als erstes Christen verfolgt hat als Pharisäer. Und als dieser gute Schriftgelehrte, der er war, hat er sich sehr, sehr viel mit dem Thema Rechtfertigung, Gerechtigkeit auseinandergesetzt. Und deswegen ist es wichtig, mal auf den heiligen Paulus zu schauen. Was heißt Gerechtigkeit oder eben Rechtfertigung? Also Gerechtigkeit als die richtige Beziehung zu Gott und Rechtfertigung als das, was Gott für uns tut, damit diese Beziehung passt. Paulus sagt, Paulus Theologie ist eigentlich eine, die besagt, dass Rechtfertigung, Gerechtigkeit heißt, akzeptiert sein von Gott, sagt Klaus Berger. Akzeptiert von Gott in seine Familie hinein. Das heißt, ein Kind zu werden. Rechtfertigung und Gerechtigkeit heißt bei Paulus, dass wir Kinder Gottes sind. Und jeder weiß, dass man Kind nicht durch eigene Leistung wird, sondern dass dein Vater eine Mutter ist. Und so ist es auch bei Gott. Also Gerechtigkeit, Rechtfertigung, dass wir in der richtigen Beziehung zu Gott sind, ist ein Handeln von ihm, ist ein Geschenk von ihm an uns. Das ist nicht unsere eigene Leistung. Und deswegen heißt das eigentlich, gerecht zu sein und gerechtfertigt zu sein, dass wir im richtigen Zusammenleben mit Gott gegenüber sind. Jetzt kann man mal überlegen als Kind, was ist die Hauptaufgabe eines Kindes? Wann sind wir gerecht vor Gott? Findet man sein Kind gut, wenn es etwas leistet, wenn es mir das und das tut? Das ist doch nicht die erste Aufgabe des Kindes. Die erste Aufgabe des Kindes ist doch, diese Liebe anzunehmen und dann zurückzulieben. Das ist doch die Aufgabe des Kindes. Und so kann man sagen, Rechtfertigung oder gerecht vor Gott zu sein, heißt einfach richtig mit Gott zusammenzuleben. Und da merkt man schon, dass es relativ wenig mit Leistung zu tun hat. Weil wenn hätte es mit Leistung zu tun, dann würde das Paulus und würde das Christus nicht mit dem Kind sein vergleichen. Und da sieht man aber auch, dass das das Gegenteil dessen ist, was wir egoistische Süchte nennen, also Sünde. Unser Egoismus, unsere egoistischen Süchte, genannt Sünde, ist genau das Gegenteil. Das bringt uns aus dieser Rechtfertigung hinaus, aus dieser Gerechtigkeit, aus dem richtigen Zusammenleben gegenüber Gott. Weil wenn ein Kind nur auf sich schaut, wenn die Eltern ihm wurscht sind, wenn es um mich geht, dann ist das zu wenig. Und die Rechtfertigung, also dass Gott uns in die richtige Beziehung mit sich hineinnimmt, die entsteht doch nicht dadurch, dass ich etwas leiste, sondern die besteht darin, dass Gott mich akzeptiert. Und wenn wir ehrlich sind, dann beten wir schon auch oft mal so wie der Pharisäer, Herr, ich tue dieses oder jenes, mach mal das oder das. Aber eigentlich müssten wir wie der Zöllner hinten sitzen und merken, hey, Herr, sei mir Sünder gnädig, hilf mir, ich habe gesündigt, nimm mich als dein Kind wieder neu an. Wie der barmherzige Vater, der verlorene Sohn, der zurückkehrt und sagt, ich bin es nicht mehr wert, dein Knecht zu sein. Und er sagt, komm, mein Sohn. Das ist eigentlich unser Verhalten gegenüber Gott. Und
Deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir also zwei oder drei Sachen mal erkennen. Das Erste, wenn wir wirklich vor Gott richtig dastehen sollen, dann ist es Gott der Initiator. Dann schafft das Gott, dann macht das Gott. Zweitens, ich habe eigentlich wenig ins Feld zu führen an Leistung, die ich tun kann. Ja? Und drittens, das Einzige, was ich als Leistung für Gott vollbringen kann, ist die Liebe. Und die schafft er eher in mir. Also da schließt sich der Kreis, da beißt sich die Katze in den Schwanz sozusagen. Also ich bin Kind Gottes und meine einzige Leistung ist, das anzunehmen, um mich lieben zu lassen, dann zurückzulieben durch seine Kraft. Und das ist so wichtig. Deswegen schafft Gott alles, was er auf der Erde tut, laut dem heiligen Paulus auch, um uns das zu zeigen. Selbst als wir ihn quasi ans Kreuz nageln, selbst als er ans Kreuz genagelt wird von uns, macht er das zu einem Ort der Versöhnung, zu einem Ort, wo er sagt, siehe deine Mutter, siehe dein Kind, zu Johannes und Maria. Wo er uns neu als seine Kinder annimmt, wo er uns durch sein Blut erlöst. Also wir sind seine Feinde manchmal und trotzdem liebt und akzeptiert er uns. Das muss die Leistung sein, die wir in Anspruch nehmen. Nicht ich habe dieses oder jenes gemacht, Herr, sondern Herr, Jesus, du hast dieses oder jenes gemacht. Lass es in meinem Leben fruchtbar werden. Das ist der Blickwinkel, auf den Gott uns hinführen will. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir oft auch mal wie Pharisäer und beten auch oftmals so. Und das Problem ist, wenn wir wie die Pharisäer sind und uns über Leistung definieren, dann kommen wir auch schnell ins Verurteilen. Der macht nämlich nicht das, was ich mache. Ja? Dieser oder jene macht diesen oder jenen Fehler. Ich bin viel besser. Das kommt dadurch, dass wir uns durch Leistung definieren. Und da müssen wir weg davon. Deswegen ist die größte Begegnungsort und einer der schönsten Begegnungsorte wirklich, wenn wir schwach sind. Wenn wir dort, wo wir nichts leisten können, dort können wir uns ganz von Gott annehmen lassen und ganz von Gott akzeptiert wissen. Weil dort ist keine Leistung von uns, sondern seine Barmherzigkeit, die uns aufnimmt. Und ja, und das ist eben das Schöne, dass im Endeffekt Gott uns akzeptiert, egal wie wir sind. Und dann daraus die Leistung, oder besser, wie es Gott nennen würde, die Fruchtbarkeit entsteht. Denn meine Leistung und all das, was ich wirklich leiste, was Bestand habe, ist Fruchtbarkeit. Ist, weil ich mich als Kind geliebt weiß, fruchtbares Handeln an den Menschen, an mir und an anderen. Das heißt, die Leistung, die vor Gott zählt, ist, dass wir annehmen, dass wir geliebt sind und daraus fruchtbar handeln. Das ist sozusagen die Leistung, aber die vollbringt er in uns. Ich sage es nochmal, er ist der Initiator. Und das ist so schön, denn Gott macht es. Ganz einfach ausgedrückt, Gott macht es. Nicht wir müssen es machen. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist echt, echt, echt entspannend. Deswegen dürfen wir genauso viel beten wie vorher, aber aus Liebe, aus Dankbarkeit. Und weg von diesem Leistungsdenken. Und wir lesen dann heute in der ersten Lesung, wer Gott wohlgefällig dient, wird angenommen. Und das ist das Alte Testament. Du musst was machen oder was leisten, dass Gott dich annimmt. Aber auch schon im Alten Testament wird sichtbar, dass Gott es ist, der dann handeln wird. Denn er wird sich für die Gerechten entscheiden. Er wird handeln. Er wird uns barmherzig sein. Vor den Augen Gottes, sagt schon das Alte Testament, bringt es nichts, Sünd und andere Opfer darzubringen, sondern ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes Herz wird Gott nicht verschmähen, heißt schon im Alten Testament. Auch der Herr ist schon im Alten Testament barmherzig. Also er ist schon immer der Handelnde, nicht wir sind die Leistenden. Und in der zweiten Lesung sehen wir eben, dass Paulus sagt, es liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit. Und als er, verurteilt wird, der heilige Paulus, sagt er, niemand ist für mich eingetreten, alle haben mich im Stich gelassen.
aber urteilt nicht, möge es ihnen nicht angerechnet werden, sagt er. Der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird. Der Herr wird mich allen bösen Treiben entreißen und retten in sein himmlisches Reich. Wie schön. Wir sind akzeptiert, angenommen als Kinder Gottes. Der Herr handelt. Der Herr ist da und er wird uns gerecht machen. Er wird uns heilen. Er wird uns erlösen. Unsere Leistung ist nur eine Antwort auf seine Liebe und kann nur unsere Liebe wieder zum Zentrum haben. Gott liebt euch und der Rest ist mehr oder weniger wurscht, aber kommt zum guten Ende. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.